Hallo zusammen, heute holen wir uns die italienische Küche nach Hause. Wir machen nämlich heute selbstgemachte Sauerteigpizza. Den Teig bereiten wir am Vortag vor, weil da nämlich mindestens 24 Stunden gehen muss. Ihr könnt ihn gerne auch natürlich länger stehen lassen, also bis zu 2 Tage könnt ihr den in den Kühlschrank lagern. Aber um ein wirklich gutes Ergebnis zu erreichen, reichen auch um die 24 Stunden. Und mir ist immer ganz wichtig, meine Rezepte und die Arbeitsschritte so einfach wie möglich zu halten, dass es jeder nachmachen kann und es auch familienfreundlich ist. Also bleib dran, probier es aus und ja, der Geschmack wird dich auf jeden Fall überzeugen. So, und ob der Teig gut genug geknetet ist, könnt ihr sehen, indem ihr den Teig ein bisschen vorsichtig hochzieht. Und ihr werdet dann sehen, dass er sehr, sehr elastisch ist und dass ihr auch durch den Teig so ein bisschen durchblicken könnt. Dann ist alles super. Das Rezept und die Mengenangabe, das ich hier gerade mache, das ist für 2 Pizzen, deswegen teile ich den hier. Ihr findet natürlich die Mengenangabe und die Zubereitung auch in der Videobeschreibung. Dann könnt ihr das alles nochmal nachlesen. Jetzt falten wir noch den Teig, dafür legen wir die äußeren Kanten einfach in die Mitte und so, dass der Teig dann so richtig schön straff wird. Und mit dieser Methode forme ich den Teig noch richtig schön rund und dann sind wir auch schon fertig. Also ich lagere den Teig am liebsten in so einer Glasschüssel und decke das mit einem Leintuch ab. Ihr könnt aber natürlich auch eine Tupperbox nehmen, eine große, und die dann ja, fest zumachen. Jetzt sind ein bisschen mehr als 24 Stunden vergangen. Und das allererste, was wir machen, ist erstmal den Ofen vorheizen auf 250 Grad Ober-Unterhitze. Dann bereiten wir die Zutaten vor. Ich mache mir hier eine vegane Pizza und ihr könnt euch das machen, was ihr natürlich am liebsten mögt. Als nächstes machen wir uns hier ganz viel Mehl in die Schüssel und holen den Teig aus dem Kühlschrank. Und jetzt ist die Stunde aller Stunden gekommen. Wir formen den Teig nämlich jetzt. Den Teig dann so richtig schön im Mehl abtauchen lassen und dann massieren wir den Teig ganz, ganz vorsichtig mit den Fingerkuppen, also nicht mit den Fingernägeln, sonst geht nämlich der Teig kaputt, sondern mit den Fingerkuppen massieren wir den, so wie in dem Video, und ja, dann arbeitet ihr euch langsam vor und das kann man trainieren, das ist wirklich nicht schwer und ihr werdet sehen, dass man den so richtig schön nach außen schieben kann und dann bekommt man auch diesen Schlauch und diese typische Pizzaform.
Und fertig ist unsere Sauerteigpizza. Ich hoffe, sie schmeckt euch genauso gut wie mir. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen, über einen Kommentar, über ein Abo und wünsche dir ganz viel Spaß beim Nachmachen.